Hallo an alle Bücherverrückten. Ich habe heute ein kleines Rebuy-Unpacking für euch. Ich traue mich bloß gar nicht, das Paket aufzumachen, weil bei Medimobs habe ich letztes Mal wirklich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Da musste ich leider alles zurückschicken. Ich hoffe, das ist jetzt bei Rebuy nicht der Fall. Ich mache das Paket einfach mal auf. Ich zeige euch das mal eben. Ist nur ein kleines. Hier, ne? So, zum einen habe ich mir bestellt von Wolf Dorn Kalte Stille. Das habe ich nämlich als Hörbuch gehört und möchte das auch im Regal haben. Das ist in einem sehr guten Zustand. Da kann ich eigentlich nicht meckern. Ne? Das sieht sehr gut aus. Ich lese euch mal kurz vor. Wenn die Stille zum Albtraum wird. Eine Tonbandaufzeichnung, die in abrupter Stille endet. Unerträglicher Stille. Mehr ist Jan Forstner von seinem kleinen Bruder Sven nicht geblieben. Vor 23 Jahren ist Sven spurlos verschwunden. In derselben Nacht verunglückte auch sein Vater. Beide Fälle konnten nie aufgeklärt werden. Als Jan gezwungen ist, an den Ort seiner Kindheit zurückzukehren, holt ihn die Vergangenheit wieder ein. Ein mysteriöser Selbstmord führt ihn zu einem schrecklichen Geheimnis. Also das Hörbuch war nämlich echt klasse. Und irgendwann werde ich das bestimmt nochmal sozusagen rereaden. Ich meine, dass ich 4,19 Euro jetzt bezahlt habe. Dann als nächstes da ist der Buchschnitt ein bisschen dreckig und eine kleine Leserille, aber ansonsten auch sehr gut. Das Geheimnis von Ella und Maika, Maika wird das, glaube ich, ausgesprochen, von Jessica Sorensen. Von der Autorin habe ich nämlich noch nichts gelesen. Ich höre hier bloß bei euch immer, dass da hier sehr viel von ihr gelesen wird. Und da bin ich auch mal gespannt drauf. Ist im Heine Verlag erschienen. Also, da kann ich auch nicht meckern. Da hatte ich, glaube ich, 2,19 Euro für bezahlt. Dann als nächstes. Boah, das ist in einem richtig guten Zustand. Diesmal habe ich, glaube ich, Glück. Von Yvonne Keller, Hirngespinster. Da habe ich ja schon eine Rezi zu abgedreht. Das war ja für mich ein 5-Sterne-Buch. Ich hatte das als E-Book gelesen, wollte es aber einfach gerne als Buch haben. Aber das ist wirklich, da würde ich fast sagen, das ist Neuzustand. Also das ist wirklich super. War auch irgendwie 3, 4 Euro, meine ich. Also da bin ich echt positiv überrascht diesmal. Dann als nächstes, ja, da habe ich es befürchtet, von Jennifer L. Armentrout, Dreh dich nicht um. Das habe ich auch schon gelesen, auch als E-Book. Wollte es aber halt auch gerne als Printbuch haben. Aber das ist sehr rund gelesen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier. Ja, das ist sehr schade. Zumal ich für dieses Buch, meine ich, auch noch 8 Euro oder so bezahlt habe. Das ist auch im Heine Verlag erschienen. Das hat mir auch sehr gut gefallen. So, 2 Bücher kommen noch. So, das eine ist, wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie, von Lauren Oliver. Da habe ich auch schon sehr viel Gutes von gehört. Ist im Carlsen Verlag erschienen. Da habe ich 5 Euro noch was für bezahlt. Der Buchschnitt ist dreckig, aber ansonsten, ja, und auch 2 Leserillen. Ja, so gesehen habe ich jetzt 2 gute Bücher und 2 nicht so gute Bücher bis jetzt. Hier ist nicht der Klappentext nicht so lang, das lese ich nochmal vor. Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie. Aber bei mir war es nicht so. Was wäre, wenn heute dein letzter Tag wäre? Was würdest du tun? Wen würdest du küssen? Und wie weit würdest du gehen, um dein Leben zu retten?
Samantha Kingston ist hübsch, beliebt, hat drei enge Freundinnen und den perfekten Freund. Der 12. Februar sollte eigentlich ein Tag werden wie jeder andere in ihrem Leben. Stattdessen ist es ihr letzter. Das hört sich sehr gut an. Wie gesagt, das ist auch in einem nicht ganz so guten Zustand. Und jetzt mag ich gar nicht gucken. Jetzt kommt nämlich das teuerste Buch. Und wenn das in keinem guten Zustand ist, wäre natürlich schon sehr schade. Das ist von Ursula Poznanski, Stimmen. Das ist ja der neueste Band. Das ist ja der dritte Teil der Kaspari-Reihe aus Salzburg. Ist Wunderlich Verlag erschienen. Da ist bloß dann wieder schade. Die ersten beiden Teile habe ich in der Weltbild-Edition und dieser passt jetzt auch größenmäßig so gar nicht dazu. Ich hoffe, dass es das dann auch irgendwann in der Weltbild-Edition gibt. Hierfür habe ich nämlich noch 10,99 € bezahlt. Also es ist ein bisschen rund gelesen, aber sonst ist es in gutem Zustand. Da bin ich ja erleichtert. Ich hatte jetzt auch noch das Glück, dass ich einen Gutschein gefunden habe im Internet für den Mai. Da wurden jetzt 7 € bei der Bestellung abgezogen, wenn man über 30 € war. Und so gesehen habe ich für dieses Buch jetzt ja gar nicht so viel bezahlt. Doch, also da bin ich eigentlich womit zufrieden. Und insgesamt ist die Bestellung sehr gut gelaufen. Bei Medimob war nämlich letztes Mal, das ging gar nicht, da war ein Buch, was fast, wo die fast noch den Neuwert für haben wollten. Das war total dreckig und der Buchrücken halt rund gelesen. Und da sind diese ja wirklich sehr gut gegen. Ja, da bin ich gut mit zufrieden. Und dann habe ich noch 4 Rezi-Exemplare heute bekommen. Die kann ich euch dann auch gleich eben zeigen. Zum einen hatte ich mir beim Bloggerportal den zweiten Teil jetzt angefordert von Gail Forman, nur diese eine Nacht, weil wenn ich bleibe, habe ich ja gerade gelesen. Rezi dazu habe ich ja schon gemacht, aber ich werde jetzt auch noch eine 2-in-1 Rezi machen. Das ist im Bien Valais Verlag erschienen. Dann habe ich bei Vorablesen ein Exemplar gewonnen von Jutta Profit. Allein kann ja jeder. Ist im DTV wird im DTV Verlag erscheinen. Ist ja wahrscheinlich noch nicht erschienen jetzt. Hier steht die schrägste Truppe, seit es Hausbesetzer gibt. Dann ein ganz dickes Buch, was wahrscheinlich außer mir schon jeder gelesen hat. Auch vom Heine Verlag, After Passion. Ich habe mich da lange gegen gesträubt, aber jetzt möchte ich einfach auch wissen, ob es was für mich ist. Ja, werde ich mir auch vornehmen. Es hat ja irgendwie über 700 Seiten. Ja, an die 700 Seiten. Bin ich auch schon gespannt drauf. So, und das letzte ist aus dem BTB Verlag. Strafe von Paula Polanski, ja, und Hakan Nessa. Von Hakan Nessa habe ich auch noch gar nichts gelesen. Dementsprechend bin ich da auch sehr gespannt drauf. Ja, was kann ich sonst noch sagen? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich sehr über Kommentare oder Abos freuen. Und ja, was ich noch sagen wollte, wenn jemand mal Lust hat, mit mir ein Tauschpaket zu starten, dann meldet euch doch einfach eben bei mir. Ich hätte wohl Lust, mal mein erstes Tauschpaket zu machen. Wer möchte, schreibt mich einfach an, würde mich freuen. Und sonst sage ich mal, sehen wir uns beim nächsten Mal. Viel Spaß beim Lesen. Tschüss.